Filmmusik zu komponieren ist das Schönste, was es gibt auf dieser Welt. Es ist der schönste Beruf und darüber bin ich sehr glücklich, dass ich überhaupt das machen kann. Ich komponiere und produziere die Filmmusik nun schon seit über 20 Jahren und das international. Wie ich meine Musik mache, das können Klänge aus dem Alltag sein, das können Ideen sein, die ich sonst gesammelt habe, es könnten Bilder sein, Gespräche mit Menschen. Und etwas vom Wichtigsten für mich ist natürlich die Zusammenarbeit mit meinen Musikern. Dieses Jahr spielt das Tonalorchester im Rahmen des Cinema im Concert und in Zusammenarbeit mit der Fondation Suiza ein Medley meiner Werke. Abgesehen davon, dass das Tonhalle-Orchester ein Weltklasse-Orchester ist, spielen sie in einem fantastisch schönen Saal. Einer der besten Säle in ganz Europa und da wird meine Musik wunderbar zum Klingen kommen. Ich habe ja die Ehre, in der Jury des internationalen Filmmusikwettbewerbs zu sein. Und wir vergeben da einen 10.000 Franken dotierten Preis für die beste Komposition. Und das Ganze findet im Rahmen des 18. Zürich Filmfestivals statt. Ich habe eine lange Geschichte mit dem ZFF. Ich habe schon sicher für über 20 Filme die Musik komponiert, die dort ihre Premiere hatten. Und es wird ein Abend, an dem wir die Filmmusik zelebrieren. Und da freue ich mich ganz groß drauf.